Am Pfalzner Weiher waren sich Spieler und Verantwortliche nach dem Gastspiel an der Spree einig, da wäre mehr drin gewesen. Nach dem spektakulären Flutlichtspiel im Olympiastadion ist die Partie gegen die alte Dame noch im Hinterkopf der Nürnberger. Es geht darum, einfach immer wieder zu bewerten, was wir in dem Spiel jeweils auf den Platz gebracht haben. Und gegen Hertha haben wir es gut gemacht. Und das ist auch, was wir wollen. Und wenn sie das umsetzen, dann hat die Mannschaft schon die Qualität, dominant zu sein und guten Fußball zu spielen. Der Fokus liegt jetzt aber selbstverständlich auf Holstein Kiel. Die Störche sind als Zweiter mittendrin im Aufstiegskampf. Eine Mannschaft, die sehr intensiv spielt. Ich weiß, dass Rappo auf das viel Wert legt. Bei ihm muss Vollgas sein, sowohl mit als auch gegen den Ball. Läufe in die Tiefe, der Ball vorne rum. Sie kreieren so viele Großchancen. Aber das ist das, was wir den Jungs auch gesagt und gezeigt haben. Nur noch 3 Zähler fehlen dem Club zum Erreichen der berühmten 40-Punkte-Marke. Am Ende der vergangenen Saison waren es insgesamt 39. Eine positive Entwicklung. Aber da gebe ich euch recht, wir haben es einfach auch oft nicht so hinbekommen. Aber von Entwicklung und ich mag das nicht. Ich mag das nicht, weil nochmal, da musst du, das würde jetzt einfach auch zu lange dauern, weil vielleicht bedeutet für dich Entwicklung was ganz anderes wie für mich. Eines ist also sicher, am Pfalzner Weiher wird weiterhin hart gearbeitet. Gegen Kiel sollen dann sowohl Leistung als auch Ergebnis stimmen. Dieses Ziel dürfte sich auch die Spielvereinigung Greuther Fürth für den anstehenden Spieltag gesetzt haben. Doch obwohl Osnabrück im Abstiegskampf noch einiges an Boden gut machen muss, warnt der Trainer vor dem VfL. Es geht nach Osnabrück zu einer Mannschaft, bei der es jetzt gerade eben um alles geht. Alles andere als ein Dreier macht das Unternehmen wohl fast unmöglich. Wir kommen dann natürlich auch dorthin mit einer super Bilanz und damit aufgrund der guten Bilanz, die Osnabrück jetzt auch in der Rückrunde hat. In den letzten 5 Spiele 9 Punkte, werden die sich natürlich was ausmalen. In wenigen Wochen endet die Saison und das Kleeblatt steht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Was bis zum Ende der laufenden Spielzeit für ein positives Fazit passieren muss, ist gar nicht so leicht zu beantworten. Die Abstufung ist ja immer schwierig dann. Ist eine gute oder ist eine sehr gute oder ist eine ausgezeichnete oder ist eine überdurchschnittliche. Was ist irgendeine Bewertung, die uns was bringt? Wir werden am Schluss einen Strich ziehen und dann wird man sagen, das war gut, mit dem müssen wir leben, auch aufgrund unserer Altersstruktur. Mit neuem Selbstvertrauen bereitet sich das Team auf das Auswärtsspiel an der Bremer Brücke vor. Mit einem Sieg könnte die Spielvereinigung den Rückstand auf Platz 3 bis auf 4 Punkte reduzieren.